Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr konzentrieren. Das brennt ja immer noch runter. Da ist er, oder? Da ist er. Da ist er gerade. Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burg! Liebe Wiesengaudi-TV-Zuschauer, wenn ihr denkt, das Münchner Kindl ist am Trachten- und Schützenumzug alleine unterwegs, dann habt ihr euch da ganz schön geschnitten. Denn da gibt's jemanden, der ein ganz wachsames Auge hat, oder? Das glaubst du, das ist wirklich so. Da muss man Obacht geben, dass sie uns die nicht gestohlen wird. Oh, ja, aber hallo. Stell dich mal ganz kurz vor. Ja, ich bin der Franz Kinker und bin 80 Jahre alt und bin ein richtiger Wiesenfan. Und fit wie ein Turnschuh, oder? Bitte? Fit wie ein Turnschuh. Ja, wie ein Turnschuh nicht, aber wie eine gute Maus. Jetzt ist doch, also mal, jetzt mal unter uns Männer, gell? Das ist doch schon eine Ehre, wenn du das Münchner Kindl begleiten darfst. Das auf alle Fälle. Und vor allen Dingen so eine nette, hübsche Dame, wie man sagt. Das macht eine Freude, dabei zu sein und Obacht zu geben. Das ist ganz wichtig. Ja, da muss man aufpassen. Ja, in München ist es da zur Wiesenzeit, gell? Nein, so schlimm ist das nicht. Also die, wo da kommen würden, die darf man alle schon in den Rucksack nehmen. Weg, ja. Oder? Wieso keine Tracht und woher kommt es denn hier gerade? Wir kommen aus Burghausen. Wir sind der historische Verein, die Herzogstadt Burghausen e.V. Wir leben in der Zeit der Renaissance und versuchen das so authentisch wie möglich darzustellen. Ja, ich mal sagen, ist gelungen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu eurem, ja, wie nennt man das? Tracht ist es ja dann nicht, oder? Nein, das ist eine Gewandung. Eine Gewandung. Ja. Und was kann man jetzt dazu äußern, wenn du jetzt mal so hier diese Gewandung anschaust? Es ist so, dass das die bayerische Renaissancezeit war und wir verkörpern die Zeit um 1516. Herzog Wilhelm IV., der das wichtigste Gesetz der Welt erlassen hat, das Reinheitsgebot. Sehr wichtig, darum sind wir auch da. Wir sind jetzt mit knapp 100 Leuten da, mit Kutsche, Pferd, mit Waffen, mit einem großen Bauernhaufen. Ein Bauernhaufen? Wo ist denn der? Auch dabei. Ja, der wird wahrscheinlich gerade Brotzeit machen. Wie oft seid ihr schon auf der Wiesn gewesen? Mit der Herzogstadt waren wir bestimmt schon 5-6 Mal. Da waren wir schon eingeladen. Privat war ich natürlich schon des Öfteren. Und es geht weiter am Trachten- und Schützenumzug hier in München am zweiten Tag der Wiesn. Guten Morgen, wer steht denn neben mir? Guten Morgen, ich bin Trud Hermann. Ich bin der zweite Schützenmeister von der Königlich Privilegierten Hauptschützengesellschaft München. Sag mal ein bisschen was, seit wann gibt's denn euch und warum seid ihr da? Unser Verein ist 1406 gegründet worden, hier in München. Wir haben in Obersendling unsere Heimatstadt, unser schönes Schützenhaus. Jetzt, wenn ich hier zu meiner Rechten blicke, dann ist das ja erst einmal ein bisschen schwer wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen. Zwischen 20 und 30 Kilo. Um Gottes Willen. Und das muss den ganzen Tag jetzt getragen werden? Nein, nicht den ganzen Tag, aber die 7 Kilometer für einen Zug. Das dauert aber auch ein bisschen, oder? Mach gute Muskeln hier am Hals. Aber unsere Frauen sind kräftig und sind stark. So schaut's aus. Jetzt erzähl mal ein bisschen was dazu bitte. Wann bekommt man sowas? Das ist wahrscheinlich eine Auszeichnung, kann ich mir gut vorstellen. Oder ist das einfach nur ein Mitgliedschaftszeichen? Was ist das? Diese Kette, das ist die sogenannte Königskette. Und wie der Name schon sagt, wird einmal im Jahr wird im Verein der König ausgeschossen, der Vereinskönig. Der König erhält diese Kette für ein Jahr und repräsentiert damit nach außen hin den Verein. Bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei irgendwelchen Festangelegenheiten oder auch manchmal auch für den letzten Abschied von einem Vereinsmitglied. Diese Taler kommen zustande. Gehen wir auf die andere Seite. Ja. Diese Taler stiften die einzelnen Könige. Und so natürlich, nachdem wir eine sehr alte Gesellschaft sind, sind da sehr viele alte und wertvolle Taler schon dran. Und der nächste Trachtenverein, dem ich hier begegnet bin, wer hätte es gedacht? Wer bist denn du? Stell dich mal vor. Helena Christin. Guten Morgen, Servus. Und du bist? Theresa. Hallo Theresa Christi. Erzähl doch mal ein bisschen was zu eurer Tracht. Ja, wir haben es mir da heute auch. Das kriegen alle Mädels, die noch nicht verheiratet sind. Aha. Auf Hochdeutsch für alle, die uns jetzt vielleicht nicht aus Bayern zuschauen. Es mir da. Kann man eigentlich nicht auf Hochdeutsch erklären. Zeig's doch mal. Smirda ist das. Jetzt haben wir's. Schwarze ist ein Panzer, ist auch ganz hart. Das Blaue ist der Spencer. Und dann eben der Rock, das Schürzel und vorn das Geschnüre. Und mit Taler oder Spitz. Und was ist jetzt da der Unterschied? Weil ihr habt ja gerade vorhin gesagt, das ist für alle die, die noch nicht verheiratet sind. Die verheiratet sind, die haben dann das Kassettel oder ein Scheuk oder ein Rickerl und das ist ganz schwarz. Servus miteinander. Ciao.